Ich glaube, dass ein einfaches Lächeln viel bewirken kann. Ja, will immer auf die Presse hören. Ja, nee, deswegen, ich bin extra gekommen, weil ich nicht auf die Presse hören wollte. Dachte, ich rede mit den Menschen selber. Sie sind ja hier, weil sie wirklich tolle Werte vertreten, oder? Wie Freiheit, wie sowas. Tut jeder oder nicht? Ja, tut jeder. Wir wollen ja alle friedlich zusammenleben. Genau. Ja, genau, deswegen bin ich auch hier. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich heiße Ali, ich bin Lehramtsstudent in Gießen. Am 17. März bin ich für 5 Tage in den Osten Deutschlands gefahren, nach Leipzig, Dresden und Hoyerswerda. In letzter Zeit sind in den Medien durch Brandanschläge und Schüsse auf zukünftige Asylbewerberheime oder durch das Video über die Ankunft von Geflüchteten in Klausnitz besorgniserregende Ereignisse im Osten Deutschlands bekannt geworden. Obwohl Fremdenfeindlichkeit überall im Land anzutreffen ist, haben mich diese gewalttätigen Vorfälle besonders gepackt. Meine Frage war, was ist der Ursprung dieses Hasses? Wie kann man Berührungsängste, Ressentiments oder gar Hass abbauen? Wo muss man ansetzen, um jenen Menschen zu zeigen, dass ein friedliches Zusammenleben mit fremdkulturellen Menschen möglich ist, dass Integration gelingen kann? Mit diesen Fragen habe ich die Reise begonnen. Zunächst war ich eingeladen in der Wohngemeinschaft einer Freundin. Dort wollte ich mich umhören, wo meine Zielgruppe sich aufhalten könnte. Genau, also hier ist das Zentrum, ja. Dann Plagwitz, ab, ich würde sagen, Lindenau könnte es vielleicht interessant sein. Grünau auf jeden Fall. Grünau, da waren doch die ganzen Plattenbauten, sagst du, gell? Ja, das ist schon bekannt für Plattenbauten. Und ja, vielleicht die Urleipziger müssen dort sein. Aber es gibt auch ein Studentenwohnheim. Vielleicht können da auch Leute dir interessante Infos geben. Da hatte ich schon meinen ersten Zwischenfall. Das ist total lustig, weil ich bin gerade angekommen, wirklich habe ein Stück Pizza gegessen, wollte mich nur hinsetzen, weil es gab ganz unten so kleine Bänke. Und dann war eine Bank frei vor Rewe, es war so am Eck, also am Ende der Passage sozusagen, eine kleine Bank, so für 3 Personen Platz. Ich habe mich hingesetzt und ich war der Einzige. Und ja, so nach so circa 5 Minuten habe ich bemerkt, wie mehrere Jugendliche vorbeikommen und in die Geschäfte gehen. Also da war noch ein anderer Shop, ich weiß nicht, so ein Kiosk oder so. Und dann sind sie noch zu Rewe gegangen. Und als sie wieder aus dem Rewe rausgekommen sind, hatten sie viel Alkohol bei sich, haben dann sofort angefangen, die Verpackung aufzumachen von Sixer-Pack und von so Klopfern. Da haben sie Klopfer verteilt. Und das waren erstmal nur so 5, 6 Jugendliche, ja, so mein Alter. Und dann standen die vor Rewe sozusagen und haben ihren Alkohol getrunken. Und dann kamen andere Jugendliche und die kamen und haben sich dann wirklich, ohne Witz, mit Deutschland den Deutschen begrüßt. Und da war ich erstmal baff, als ich das gehört habe. Und noch krasser war, dass ich gemerkt habe, dass die wohl wissen, dass ich da saß oder sitze, und haben zu mir rüber geschaut und dann irgendwie noch weiter rumgealbert. Also die haben 2, 3 Mal Deutschland in Deutschland gesagt, also sich so gegenseitig begrüßt und mit Handschlag etc. und dabei immer mal wieder so zu mir geguckt. Und ich dachte erstmal nur krass. Die Jugendlichen habe ich natürlich nicht angesprochen. Es war einfach nicht die richtige Zeit. Sie waren gerade dabei, sich zu betrinken. Es war öffentlich und sie waren eine große Gruppe. Somit war die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit ihnen ein konstruktives Gespräch führe, sehr gering. Hey, grüß dich. Hi. Hi. Servus. Ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, du hast ja von meinem Projekt gehört. Was denkst du denn eigentlich? Was ist vielleicht ein Ansatz, sich rechtsextremen Menschen anzunähern oder so ein friedliebendes Zusammenleben zu fördern, Berührungsängste zu nehmen? Was würdest du sagen? Was ist wichtig?
irgendwie, dass sich die Menschen gegenseitig kennenlernen. Wobei man wahrscheinlich auch unterscheiden muss. Also Rechtsextreme, ich weiß nicht, ob man die erreicht oder ob du die erreichen kannst, indem du auf die zugehst und einfach nett bist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja. Bei, ich weiß nicht, dem Protest-AfD-Wähler, der jetzt sagt, er hat Angst vor der Flüchtlingskrise, da kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, wenn jetzt du als kein Moslem, sondern als Kurde, ja, aber als keiner, der die angebliche abendländliche Kultur lebt, dass du auf die zugehst und denen einfach erzählst, hier, ich bin ein netter junger Mann, ich lache, ich esse, ich trinke und ja, ich unterscheide mich eigentlich nicht von euch und ich kann euch auch noch dabei irgendwie helfen, wahrscheinlich die viele der Geflüchteten zu verstehen und einfach, ja, noch dazu kommt, dass die Menschen, die jetzt hier, was weiß ich, seit 50 Jahren leben oder seit 30 Jahren, die haben irgendwie 89 so ihre Heimat verloren, das Land, in dem sie geboren wurden, das gibt es nicht mehr. Danach kam erstmal eine total wilde Zeit, eine politisch sehr instabile Zeit. Dann kamen aus dem Westen Einflüsse her, auf die sie selber keinen Einfluss hatten. Und es sind viele Dinge passiert, ja, mit denen nicht alle glücklich waren, ne? Und es hat sich alles verändert und jetzt ist halt wieder eine Situation, in der sich möglicherweise aus ihrer Sicht ziemlich viel verändert und auf die sie keinen Einfluss haben und auf der, in der Neues auf sie einprasselt und auf die sie ja kaum reagieren können. Und naja, dann, keine Ahnung, gibt es hier halt auch natürlich noch mehr Leute oder viele Leute, die, was weiß ich, wirtschaftlich schlechter gestellt sind, ja, die, was ich in meinen Umfragen sozusagen in der letzten Woche unter anderem in Bitterfeld erlebt habe. In Bitterfeld? In Bitterfeld war ich, ja, da ja, musste ich so Umfragen machen. Da ist halt, trifft man schon ältere Menschen, die sagen, naja, wir kriegen hier so eine knappe Rente oder so. Ja. Und das ist halt beschissen. Und jetzt kommen Flüchtlinge und die kriegen so und so viel Geld am Tag und das, obwohl sie überhaupt nichts geleistet haben. Und naja, das ist so ein bisschen Unzufriedenheit, ein bisschen Ungewissheit über so politische und soziale, ja, Zukunft und so ein bisschen auch Ungewissheit insgesamt, was das Fremde angeht. Ja. Ja. Überzeugt noch mehr Menschen davon, dass wir irgendwie alle nur Menschen sind und friedlich zusammenleben sollten. Das ist ein wirklich wunderbares Schlusswort, weil das die Essenz ist dessen, was ich weitergebe. Ich danke dir für die Worte und wünsche dir noch viel Spaß beim Bier trinken. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich wende mich meinen Leuten wieder zu. Ja. Alles klar, mein Lieber. Ciao. Das englische Wort Surrender ist sehr interessant, denn es scheint die verschiedenen Formen aufgeben, hingeben und loslassen zu vereinen. So würde ich meinen Ansatz bezeichnen, von dem ich mir mehr erhoffe. Meiner Überzeugung nach muss man sich auf rechtsgesinnte Menschen einlassen, wenn man möchte, dass sie sich auf fremdkulturelle Menschen einlassen. Das Ego etwas herunterschrauben, nicht zart beseitet sein, auf die Denkweise einlassen und eine kleine Prise von Wertschätzung entgegenbringen. Die Menschen müssen wir dort abholen, wo sie stehen. Aus den Gesprächen in der Kneipe abends verstand ich genau, dass diese Menschen verschiedene Erfahrungen, Kenntnisse und Geschichten mit sich bringen, auf die ich zu achten habe. Daher muss ich zunächst meinen tiefen Drang, lautstark den Rassismus zu benennen und zu vernichten, aufgeben, damit meine brodelnden Emotionen beim Treffen nicht die Überhand gewinnen. It's always cold when she's away. Ich würde dich ein Stück weit davor warnen wollen, Ostdeutschen zu begegnen unter dem Vorzeichen, Westdeutsche kommt nach Osten, im Osten und versucht die Ostdeutschen zu erkunden und ihr Ostdeutschsein zu verstehen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was den Leuten hier, ich meine auch zu Recht, ziemlich zum Halse raushängt. In vielerlei Hinsicht wurden sie unglaublich krass verarscht, aber was die große Konstante ist, ist in der Begegnung Ost-West, ist, dass es immer einen Blick vom Westen nach Osten hinab gab.
Also es gab immer einen Blick von so von oben herab. Kommen dann aber aus dem Westen. Wie so bei so einer Safari-Tour. Bei so einer Safari-Tour und wollen jetzt mal selber verstehen, wie die Leute hier so ticken. Und wenn du den Leuten begegnest und auf Augenhöhe begegnest und ehrlich begegnest, wie du es eingangs ja geschildert hast, dann kann das auf jeden Fall Zugänge schaffen. Und auf jeden Fall, glaube ich, nicht nur für die Leute gewinnbringend sein, weil sie wirklich Kontakt haben und Begegnungen haben, die ihnen vielleicht etwas gibt, sondern auch für dich kann das, glaube ich, sehr bereichernd sein. Und wenn du aber mit wir müssen wegkommen vom Bild, dass Bedürftige die Hilfe von Wessis oder aktuell von sogenannten Gutmenschen brauchen, weil sie die ostdeutschen Mitbürger immer falsch legen. Wir müssen uns und in den Medien vor allem bewusst sein darüber, dass wir sowohl in unserer Sprache und Kommunikation als auch in unserem Handeln stets den partnerschaftlichen Charakter und eine gleichwertige Basis der Zusammenarbeit konstatieren. Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen. So, und dann ist so ein bisschen, das war ja auch so nach der Wende. Migranten, Ostdeutsche, die sind alle rassistisch, ne? Und die ostdeutschen Migranten, also für mich hat das auch sowas von so einer Rangordnung, wer kriegt jetzt irgendwie den Platz unter den ganz Obersten. Ne? Wobei ich viele Ostdeutsche kenne, die mal in der Nachwendezeit in den Westen gegangen sind. Eltern mit ihren Kindern, mit denen ich zum Beispiel noch in die Schule gegangen bin und die dann zum Studium dann zurückgegangen sind in Ost, nach Ostdeutschland, nach Halle oder sonst wohin, weil sie halt einfach keinen Bock mehr drauf hatten, irgendwie der dumme Ossi zu sein. Ja? Es gibt auch viele, die ihre ostdeutsche Identität verleugnet haben, gerade die zweite Generation, sag ich mal, die also auch ihren Dialekt verbergen konnten und so. Die haben sich eine Biografie zurechtgezimmert, ich habe das wirklich selbst erlebt. Eine Westbiografie. Und wenn du sagst, hey, sag mal, ich kenne, du warst doch in Erfurt irgendwie. Dann so, wie kannst du das so? Und dann merkt man halt, dass ein gesellschaftliches Hierarchieverständnis dahinter steht. Das ist interessant auch sozusagen, wie sind die Westdeutschen auch so wahrgenommen worden. Das erinnert mich in vielen an so Wahrnehmungen auch von Migranten, wenn sie nach Deutschland kommen. Also dieses übermäßige Individualistische. So. Und die ganzen Witze, es gab ja früher viele Witze in der DDR und zur Wendezeiten gab es auch noch ein paar Witze, jetzt gibt es irgendwie keine Witze mehr oder wenig Witze. Ja. Und die Witze, die über Westdeutsche so umgingen, das war auch interessant. Also zum Beispiel irgendwie, warum brauchen die 13 Jahre fürs Abitur, ne? Und nicht 12, so wie wir. Da wurde irgendwie gesagt, das ein Jahr Schauspielunterricht. Und wenn du aus dieser Folie sozusagen das gut sein kann. Diesen Typen mit dem Hund, selbst zu verkaufen, sich selbst zu, wie präsentiere ich mich in der Welt, damit ich erfolgreich bin, das konnten die Ostdeutschen nämlich nicht. Und das würde auch daran anschließen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Beispiel mit den Leuten. Und dem Typ mit dem Hund auch. Ne? Genau, der sieht das natürlich als Überkandidat. Der mich nicht zurückgegrüßt hat und der das meinen Grüßen vielleicht als zu aufgesetzt, zu... In den Vororten von Leipzig und Dresden bin ich gerne zwischen ruhigen Wohnblocks spazieren gegangen und habe jeden Passanten, der mir entgegenkam, ob jung oder alt, gerne mit einem guten Tag begrüßt oder mit einem schönen guten Tag. Und dabei hatte ich ein dezentes Lächeln. Selten wurde ich zurückgegrüßt. Und das hast du ja immer noch zum Teil, wenn du jetzt irgendwie in der Entwicklungszusammenarbeit bist oder irgendwie bei UNICEF oder sowas oder im UNHCR oder so arbeitest und dich 2 Jahre, was weiß ich, für irgendwie im Senegal oder sonst was irgendwo arbeiten musst, dann gibt es halt dein Grundgehalt, dann gibt es halt noch einen Bonus und darüber hinaus hast du noch den Vorteil, dass du vor Ort natürlich wenig Geld ausgibst und kriegst noch extra Urlaubstage und solche Sachen. Und das ist natürlich eine krasse Aussage, wenn man seine Leute dazu bewegt, nach Ostdeutschland zu gehen, indem man ihnen mehr Geld zahlt. Das ist ja, das hat, genau, aber was ich total interessant finde, was auch mein Bild von den Medien bestätigt, die Mechanismen, wie rechtsextreme oder rechtsgesinnte Menschen Vorurteile und Stigmatisierung betreiben gegenüber Migranten, sind irgendwie scheinbar dieselben Mechanismen, wie manchmal, glaube ich, ich pauschalisiere jetzt mal nur für die Erkenntnis, Wessis nach Ostdeutschland kommen und sagen, ich muss mir jetzt mal die Ossis anschauen und kommen mit einem Bild der Ostdeutsche und
Das ist interessant, weil wir hatten auch bei der Arbeit, ich habe mal gekellnert und wir hatten da in der Spüle eine aus Ostdeutschland, weiß gar nicht mehr woher, aber die hatte auch einen sächsischen Dialekt, ja. Und ihren Dialekt hat sie auch wirklich nie verbergen können, wollte sie es auch nicht, aber es haben sich alle lustig gemacht. Mhm. Einer meinte, ja, die kaut Kaugummi die ganze Zeit. Ja, und das ist, aber man hat sie wirklich, also genauso irgendwie wahrgenommen, wie du es auch vorhin sagtest, wie wenn jetzt ein rechtsextremer Migranten waren oder Migranten hierher kommen und sagen plötzlich, man ist auf jeden Fall, die Mechanismen sind dieselben. Es ist ein Defizit gewesen, aber man hat sie stigmatisiert. Und da ist es ja ganz spannend zu gucken, was sind jetzt wirklich, was Anja gerade gesagt hat, ne, was sind jetzt wirklich diese Transfer, der Transfer, den du herstellen kannst. Genau. Und das ist für mich eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wie wird der Fremde eigentlich zum Fremden? Ja? Und das Interessante daran ist eigentlich, dass du, sobald du halt einem potenziell Fremden begegnest, das ist ja, wenn du mal in die Historie guckst, in die Geschichte guckst, dann gibt es unterschiedliche Gruppen von Fremden zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich auch gefasst wurden. Da konnten auch Menschen, die aus einer Gruppe in einer Gruppe waren und die fremd waren, plötzlich irgendwie auch nicht mehr fremd sein. Wenn man zum Beispiel im Ruhrgebiet guckt, ne, da waren es halt die Ruhrpolen. Ja, und jetzt laufen runter Leute rum, die Klose oder Podolski heißen und für die Nationalmannschaft kicken. Und kein Mensch käme noch auf die Idee, dass sie halt irgendwie wirklich fremd sind. Ja? Oder wenn du, weiß ich nicht, da gibt es noch ganz andere Beispiele. Mhm. Ja? Also Fremdheit kann, ist immer gefasst, aber was interessant ist, ist eigentlich gar nicht die Gruppe selbst zu analysieren und zu gucken, ja, wie diese sind, was deren Eigenheiten sind, was sie zu Fremden gemacht hat, sondern eigentlich, was schön ist und spannend ist, meines Erachtens, ist halt, zu schauen, welche Gruppe andere zu Fremden macht und vor allem, wie die Mechanismen sind. Denn die Mechanismen sind eigentlich immer dieselben. Genau. Ja? Genau. Die Mechanismen sind eigentlich dieselben bei euch. Mhm. Und ich glaube, ein Problem ist gerade bei den Ostdeutschen diese Ambivalenz. Auf der einen Seite gibt es ein Wissen, gesellschaftliches, unausgesprochenes Wissen, was deutsch ist. Mhm. Und dazu gehört halt auch irgendwie jemand, der aus Bittersfeld oder aus Dippoldiswalde stammt. Mhm. Und deswegen wissen sie eigentlich, gehören sie dazu. Gleichzeitig spüren sie aber auch, weil sie halt Kevin oder Chantal oder Genevieve heißen und irgendwie diesen ganzen sächsischen Akzent oder Dialekt haben oder sowas und werden halt gleichzeitig stigmatisiert und untergebuttert, spüren sie auch ganz deutlich, dass es trotzdem Hierarchien und Abstufungen gibt. Und das klingt jetzt ganz banal, aber ich glaube, das ist das Normalste der Welt halt dann wiederum, dass sobald du halt irgendwie nicht als Individuum, sondern einer Gruppe zugeschrieben wirst und so ein bisschen entklassifizierst, was ein bisschen untergebuttert wirst, dass du dir selber auch ganz schnell diesen Frust, diesen Schmerz auch, ja, den du zu spüren bekommst, dass du den auch auf andere projizierst. Und dafür brauchst du wiederum andere Gruppen, die unter dir stehen. Nach oben buckeln, nach unten treten. Ja, dass man halt eine defizitäre individuelle Erfahrung sozusagen durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe auffangen kann. Ich meine, das passiert ja jeden Tag weltweit. Ne? Und dann ist das halt diese imaginierte Volksgruppe. Ne? Und so diese Idee zu vermitteln, weil man selber irgendwie ein paar draufkriegt. Ne? Mhm. Dass man dann, also es wird immer gedacht, diese Erfahrung hindert einen daran, sozusagen auf andere zu treten. Aber es ist ja nicht so. Ne? Es ist ja historisch tausendfach bewiesen, so gewesen, ne? Dass es eigentlich eher andersrum ist, ne? Dass wenn auf dir rumgetrampelt wird, dass du dann noch viel eher auf anderen rumtrampelst, als wenn nicht auf dir rumgetrampelt wird, sozusagen. Mhm. Also diese Erfahrung nicht dazu verhilft. War das vielleicht gar nicht die Erkenntnis, dass er da nicht zurückgetrampelt ist, obwohl auf ihn getrampelt wurde? Ja. Das ist auf jeden Fall eine der Erkenntnisse, die versucht wird, von nicht nur von Gandhi, sondern auch von anderen. Menschen umzusetzen. Ne? Das ist halt einfach, beispielsweise gibt es da Ansätze in der Pädagogik, in der Erziehungswissenschaft, dass du halt versuchst, Kinder nicht zu erziehen, ja, das hat der Foucault schon irgendwie letztlich lange behandelt, ja, sondern dass du halt versuchst, Menschen zu bilden. Und die Idee von, was Bildung ist und was Erziehung ist, sind zwei verschiedene Sachen. Also, das ist zum Beispiel auch eine interessante These, die vielleicht mal diskussionswürdig wäre, da wird sich die Ostdeutsche dagegen verwahren, ne? Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass in Ostdeutschland eine stärkere Erziehung stattgefunden hat oder eine Erziehung, zumindest eine andere Erziehung. Ja? Also Erziehung heißt für mich im Grunde genommen, dass du halt Kindern beispielsweise
Normen einbläust. Eine kollektivistisch gefärbte Erziehung. Dass du halt klar machst, was halt Strukturen sind, wie sie zu funktionieren, was du sagst, was sein muss. Es geht nicht darum, wie es dir geht, sondern dass du das machst, was du machen musst. Ist das vielleicht mit einem Grund, dass die, also das jetzt wirklich pauschalisiert, dass viele vielleicht deswegen sich so schwer tun, mal ihre Gedankenstrukturen aufzubrechen und mal sich an Neues trauen und vielleicht Migranten... Also es gibt eine Sehnsucht, auf jeden Fall eine stärker ausgeprägte, nach kollektiver Identität. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es im Westen anders ist, um ehrlich zu sein. Ja. Mhm. Im Westen ist es so, dass ganz viele Menschen auch einfach ganz stark erzogen worden sind und nicht so viele gebildet. Ich glaube, das ist ein generelles Defizit unseres Bildungssystems. Und das ist sehr, sehr, sehr reformbedürftig. Ja? Also dieses Einpeitschen und ihr dürft das jetzt nicht mehr, bringt nur das Gegenteil hervor. So. Aber das wäre auch nicht mein Verständnis von politischer Bildung. Das ja, aber wenn in sächsischen Schulen politische Bildung verstärkt wird, dann heißt es genau das. Okay. Das dürfte natürlich nicht in alten Strukturen, in alten Schläuchen irgendwie. Und ich hatte ein Seminar bei der Polizei in Sachsen-Anhalt vor ein paar Wochen. Das war ziemlich spannend, interessant, weil die waren zum Teil offener als Sozialpädagogen, die man so schult, ja. Zumindest hatten die nicht den Anspruch, alles zu wissen. Mhm. So, das fand ich erstmal sehr angenehm. Und da wurde halt gesagt, oh, jetzt wieder hier interkulturelle Kompetenz und so. Das ist ja wie früher bei der Parteiversammlung. Also diese Parallele zu ziehen, da kommt was und ich muss mir das jetzt angucken. Da ist die Infiltration und die Manipulation quasi auf jeden Fall mit dabei. Und sozusagen das als ein offenes Angebot zu verstehen, das ist gar nicht verankert. Ja. Also dass man eine politische Bildung braucht, würde ich sagen, ist für mich gesetzt. Und was jetzt Anja gerade thematisiert hat, ist eher die Frage des Wie. Und da kann man natürlich auf solche Erfahrungen zurückgreifen und schauen, dass man es genauso nicht macht. Mhm. Ja, was wären denn Alternativen? Also wie dann? Die Alternative wäre gerade, was ich so angedeutet habe, Implementierung beispielsweise in Curricula von Schulen. Ja. Aber ich glaube, ein großes Problem wäre auch, ist ja auch die vermittelnden Instanzen. Und da muss man ganz klar sagen. Also die Schulen öffnen dann, oder? Schulen und Lehrer oder irgendwie innerhalb anderer ganzen Institutionen sind es halt einfach, da gibt es keine interkulturelle Öffnung. Ne? Das ist ja auch ein Problem, was man auch außer NRW so lässt. Was haltet ihr von Gemeindeversammlungen? Versammlung, dass man oder wenn so eine große Menschen. Naja, ich meine, es gab ja schon hier diese Bürgerversammlung, die dann irgendwann mal, nachdem dann die Asylunterkünfte sozusagen beschlossen waren durch die Kommunen, dann quasi, weil man gemerkt hat, dass sich irgendwie Unmut regt, dann quasi im Nachhinein so Bürgerversammlungen, also da gibt's glaube ich auch viele Lokalpolitiker, Kommunalpolitiker, die da wirklich mit Angst um ihr Leben hatten. Hm. So muss man halt überlegen, dass da auch, aber es ist natürlich auch eine aufgeladene Atmosphäre. Was für eine Dynamik dazu. Das muss extrem angeleitet oder extrem moderiert werden. Und auf der gleichen Seite, was müssen Migranten tun, sozusagen um rechtsextreme Menschen, dann meinetwegen im Westen, wie trifft man auf sie und wie überzeugt man sie von vielleicht der Bereicherung oder Toleranz? Wie kann man das? Rechtsextreme Menschen. Die Frage, was Migranten tun müssen, um Rechtsextreme zu bekehren, ist ziemlich, kann man sich ziemlich aufs Glatteis damit begeben. Ne, denn dann überträgt man sozusagen die Verantwortung für die Veränderung von rechten Weltbildern bei Leuten sozusagen auf diejenigen, die davon betroffen sind. Das tue ich aber bewusst, weil meine Wahrnehmung ist tatsächlich, deswegen bin ich auch hier, dass wir immer sehr in der Underdog-Rolle sind. Wir sind oftmals, habe ich das Gefühl, als Migranten, also ich zähle mich jetzt dazu, in dieser Opferrolle, ja, entweder wird man bei der NSU-Serie ermordet, man hat irgendwie schwerer, man ist immer in so einer Unterrolle und Ich gehe aus der Passivrolle, genau. Und ich gehe jetzt hier mal raus. Ja? Und deswegen, und ich sehe das jetzt erstmal als Chance. Also was könnten wir tun? Es kann auch sein, dass wir nichts tun können oder dass Migranten nichts tun können. Aber ich gehe jetzt mal aus dieser passiven Rolle raus und sage, okay, wir haben viele Migranten, wir haben viele Deutsche mit Migrationshintergrund, die nur, ne, die auch Deutsche sind, aber halt auch einen Migrationsvordergrund meinetwegen haben. Was können diese Menschen tun? Gibt es etwas? Da würde ich tatsächlich zwei Sachen würde mir einfallen. Mhm. Das eine wäre. Ja. Beispielsweise Menschen wie du, die halt irgendwie die Kompetenz haben, dass sie halt
transkulturell denken können und fühlen können und leben können, dass sie halt wirklich einfach in Alltag, in Begegnungen einfach immer wieder diese Brücken bauen können. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass halt irgendwie alle Leute, die so aufgestellt sind wie du, irgendwie am Ende irgendwie in der sozialen Arbeit landen müssen, aber das ist leider auch so eine Tendenz, weil die Menschen ja auch spüren, dass sie diesen Auftrag haben. Und was ich zum Beispiel wichtiger fände, wäre, dass es halt in der migrantischen Selbstorganisation, ja, sei es jetzt irgendwie kulturelle, politische oder halt auch religiöse, dass es da mal auch eine stärkere Selbstauseinandersetzung gibt. Ja? Also beispielsweise könnte man sich in muslimischen Gemeinden mal stärker mit Antisemitismus auseinandersetzen. Ja? Man könnte sich beispielsweise in einer türkischen Community könnte man sich mal stärker mit Rassismus auseinandersetzen. Große Wertschätzung, dass du schon so lange hier bist. Nach vielen Gesprächen schien es mir so, als müsste ich sehr sensibel sein und diese Herausforderung mit Menschen, die mir zunächst feindselig oder nicht sehr offen gegenüberstehen, zu sprechen, mit Samthandschuhen anpacken. Das heißt, ich muss auf meine Wortwahl achten. Ich muss darauf achten, dass ich niemanden provoziere. Und ich muss mir Mühe geben, wirklich das Problem zu verstehen, die menschliche Seite hinter all dem zu entdecken. Dann kann ich vielleicht einen Zugang bekommen und auf Augenhöhe ein Gespräch beginnen. So sehe ich übrigens aus. Mein Wanderrucksack, Sportschuhen und ja, jetzt regnet's. Also bis dann. Ja, also ich denke, dass die dass viele von diesen Menschen auf die Straße gehen oder zu solchen Situationen kommen, weil sie Angst haben und weil sie ein diffuses Gefühl von Gefahr oder von einer Bedrohung haben, dass sie jetzt gerade auf die Flüchtlinge lenken. Und der Ansatz der Politik, der im Moment, oder den ich im Moment sehe, ist eben da stark gegenzugehen, diese Angst. Ja, zu sagen, diese Angst ist unberechtigt, was sie natürlich direkt ins Abseits drängt, oder zu sagen, diese Angst ist absolut berechtigt und weiter zu verstärken. Daher denke ich, wäre ein Ansatz, auf sie zuzugehen, gerade durch Vertreter der Politik, und zu sagen, ihr habt eine berechtigte Angst, ihr habt ein berechtigtes Gefühl von Sorge und es gibt auch Probleme. Und aus dieser Warte heraus, wenn sie sich gehört fühlen, wenn sie sich gesehen fühlen und man quasi neben ihnen steht, nicht mehr gegenüber oder hinter ihnen, kann man mit ihnen zusammenarbeiten, kann versuchen, eine neue Sicht herzustellen. Also ernst nehmen, ja, wahrnehmen, damit man auch irgendwie eine Kommunikationsebene hat und sie nicht von vornherein abstoßen, wie manche Medien Sachsen soll nicht mehr zu Deutschland gehören, tun. Ne? Okay. Dieses Buch von Gandhi habe ich gelesen. Aber was mir viel mehr gefallen hat, ist die hier. Wer Angst hat vor der Kritik der Leute, wird nie imstande sein, etwas Wertvolles und Beständiges zu tun. Ja, gerade sozusagen meinen zweiten Zwischenfall gehabt. Ich laufe hier in Leipzig, im Südosten von Leipzig, durch die Straßen. Und wie man hier sieht, wieder leerstehende Gebäude, Leipziger Flohmarkt. Und ihn sieht man wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Da läuft ein etwas älterer Herr, ja, ich würde mal sagen im Seniorenalter, mit einem Gehstock. Und er kam mir auf der anderen Straßenseite sozusagen entgegen eben und kam mir entgegen mit dem Zuruf, alles weg, alles weg. Und wirklich so 2 Meter vor mir hat er immer noch alles weggeschrien, mit seinem Gehstock so herumgefuchtelt. Und dann war er vor mir und ich habe ihn dann nur angelächelt, genau so ungefähr, Moment. So, und dann, total lustig, dann hat er mich angeguckt und gesagt, na, da lächelt er aber. Und da habe ich gesagt, ja, ist doch schön, schönes Wetter, ist sonnig. Und dann total bizarr, und deswegen wollte ich die auch nochmal, total bizarr. Irgendwie hat er mich dann angeguckt, hat dann auch gelächelt und hat mit seinem Gehstock so irgendwie auf dem Boden irgend so eine Art Spielzeug gefunden und hat dann so
damit gespielt so und meinte, was ist das? Ist das eine Maus? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ein Kuscheltier. Könnte aussehen wie eine Maus. Und dann hat er damit gespielt und irgendwie darüber gerätselt und hat dann das irgendwann liegen gelassen, hat zu mir geguckt. Ja, und dann hat er wieder nach unten geguckt und ist weggegangen. Und das fand ich total bizarr. Weil ich weiß auch nicht, was das sein sollte. Aber war lustig. Also vielleicht ist Anlächeln erstmal ganz in Ordnung. Klappt, hat jetzt gerade geklappt. Und wir sind übergegangen in eine alltägliche, ungewöhnliche oder eher gesagt gewöhnliche Situation, wo wir über einen Gegenstand auf der Bordsteinkante gerätselt haben. Und so geht's weiter. Hey, liebe Leute, hier ist Ali. Ich bin gerade in Leipzig auf der Buchmesse. Man sieht hier einen Stand von den Buchbindern. Hier ist das Gutenberg-Museum aus Mainz vertreten. Und ich war gerade bei dem Stand von der Jungen Freiheit. Und es ist eigentlich überraschenderweise ganz nett ausgegangen. Ich war da und habe mich für die Zeitung, die man kostenlos mitnehmen kann, interessiert. Und habe dann gefragt, sind die zum Mitnehmen? Und dann hat er gesagt, ja klar, sind die zum Mitnehmen. Und hat mir dann aber noch einen YouTube-Beutel gegeben, den ich euch zeigen möchte. Und hat gesagt, da ist auch eine Zeitung drin, plus die Tasche und scheinbar noch andere Sachen. Und wir sehen hier Political Correctness, PC, Nein, danke, Junge Freiheit, Wochenzeitung für Debatte. Interessant, da drin ist die besagte Zeitung mit dem Titelblatt Quittung für Merkel. Der historische Absturz der CDU und die sensationellen Wahlerfolge der AfD sind Ergebnis der Asylpolitik der Bundeskanzlerin. Bleibt es beim Unbeirrten weiter so? Mit der AfD gibt es plötzlich eine messbare politische Position. Gelingt die Etablierung? Interessant. Wie sich mir herausstellte, sehr viele AfD-Wähler und ich habe auch von ihnen Material bekommen. Unter anderem das Heft, obwohl ich dafür eigentlich auch eine Spende gegeben habe, also ich musste dafür eine Spende geben. Total lustig, dass das erste Mal, dass ich für eine rechtspopulistische oder weiß nicht, ein rechtes Magazin Geld ausgegeben habe, das ist das hier. Ich habe aber statt ursprünglich 4,95 € als Richtwert nur 2 Euro reingetan, also von daher bin ich noch gut bei rausgekommen. Ja, und was steht hier drin? Das ist total interessant. Trump ist Trumpf, also so eine Art, das ist schon eine literarische Figur. Trump ist Trumpf. Dann gibt es hier interessante Sachen zu lesen. Hier steht zum Beispiel: Diffamierungen, Brandanschläge, Mordversuche. Seit ihrer Gründung ist die AfD im Kreuzfeuer. Ich dachte, als ich den Satz angefangen habe, dass die jetzt gerade von Asylbewerbern reden oder Asylbewerberheim, aber scheinbar ist das die AfD auch. Was aber auch nicht okay ist natürlich, wenn sie genauso gewalttätig bekämpft werden, dann ist das falsch. Dann habe ich noch eine Seite, die ich euch zeigen wollte in diesem Heft. Hier zählt diese rechtspopulistische Gruppe nun auch Russlanddeutsche mit zu jenen, die sich wehren gegen Merkels Flüchtlingspolitik, die sich als beängstigte und besorgte Bürger herausstellen sollen, scheinbar. Und das Lustige ist, Helene Fischer ist abgebildet hier. Als eine bekannte Russlanddeutsche und ich bin gespannt, ob Helene Fischer sich da zu äußern wird. Fände ich sehr stark. Und eine Seite habe ich auch noch, die würde ich euch auch noch gerne zeigen.
Und zwar ist sie auch deshalb so interessant, weil... Ja, wo ist sie? Genau, es geht um den Gutmenschen. Und da steht, der Gutmensch glaubt, er sei schon deshalb edel, hilfreich und gut, weil er eine bestimmte Ideologie bejaht und es aufgrund dieser Ideologie zum Beispiel für richtig hält. Menschen aus gewaltaffinen Macho-Kulturen in ein befriedetes Europa einwandern zu lassen. Ja, die erste Frage ist, haben wir hier keine Macho-Kultur? Die zweite Frage ist, ist Europa friedfertig? Also ohne die scheinbar gewalttätigen Menschen? Stellen sich mir viele Fragen und ja, interessant. Ich habe dann noch irgendwie so Aufkleber bekommen. Na, was ist das? Hier. Mut zur Wahrheit. Jeder Titel ein Treffer. Da kann man verschiedenste Hefte. Es ist total lustig. Ich mache gerade irgendwie Werbung, habe ich das Gefühl. Dabei wollte ich das gar nicht machen. Eine weitere Erkenntnis bei der Reise war, dass wir, so auch ich in diesem Fall, Werbung machen für die AfD oder auch sogar die NPD. Vor allem im Wahlkampf ist mir aufgefallen, dass die Mehrheitsgesellschaft versucht, die AfD schlecht zu reden und stellt dabei die Ziele oder das Wahlprogramm von der Partei vor. Aber damit machen wir eigentlich eine große Aufmerksamkeit auf diese Partei und helfen ihr damit, bekannt zu werden, noch mehr Stimmen zu erreichen. Und das habe ich eben auch getan. Vielleicht sollten wir dies überdenken. Vielleicht sollten wir überdenken, andere Parteien schlecht zu machen, für sie sozusagen Wahlkampf zu machen und stattdessen lieber mit eigenen Zielen und eigenen Ideen zu glänzen. So kann man vielleicht auch viel erreichen. Und er hat mir einiges erzählt zur Geschichte und was da für Themen drin sind. Als die Vertreter des Magazins und der rechtskonservativen Zeitung merkten, dass ich wie so ein kleiner Keks ankam und Informationen haben wollte, nahmen sie sich Zeit und haben mir einiges erzählt. Und das Besondere war, dass sie sich Zeit ließen und mir Hintergründe erklärten und auch die Geschichte der Zeitung erklärten. Und somit bekam ich ein Gefühl von Wertschätzung entgegengebracht. Abgesehen davon, dass sie inhaltlich natürlich Ängste schüren, verallgemeinern, habe ich mir gedacht, dass sie mit sich reden lassen. Und das ist für mich schon mal der wichtigste Schritt. Die Kraft des Lächelns. Ich glaube, dass ein ehrlich gemeintes Lächeln bei Menschen viel bewirken kann. In stillen Vierteln und Gegenden in Vororten habe ich gemerkt, dass ältere Passanten, die mir auf dünnen Pfaden begegneten, zunächst einmal vielleicht skeptisch oder kritisch gegenüberstanden. Wir kamen uns immer näher und ich war darauf bedacht, natürlich zu grüßen, ja, weil es auch ein tolles Wetter war. Und ich das Gefühl hatte, ich müsse diesen Menschen jetzt grüßen, weil wir uns näher kommen. Und wenn man schon einander vorbeigeht zwischen Schrebergärten, dann ist es doch vielleicht nett zu grüßen. Und immer tat ich den ersten Schritt und habe zuerst gegrüßt. Und was ich aber bemerkt habe, ist, dass bei meinem Gegenüber von einer Mimik, die vielleicht so aussah, ja, dass diese Mimik sich veränderte nach meinem einfachen Lächeln mit den Worten Guten Tag. Ja, dieses einfache Grüßen hat irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber was bewegt. Und wirklich, zu 80% haben die Menschen mir zurückgegrüßt. Manche haben mir nicht zurückgegrüßt, manche haben dann auf die andere Straßenseite geschaut und sind weitergegangen. Aber die meisten haben mich sozusagen irgendwie dann wahrgenommen, haben zurückgegrüßt und das war schön. Ich glaube, dass das Wichtige hierbei ist, dass man selber zunächst einmal dieses Lächeln investiert und erstmal mit einer positiven Absicht Menschen begegnet. Und ein Lächeln ist etwas, was sehr universell ist. Es kostet uns nichts. Wir sollten lächeln, weil wir es können. Und manchmal öffnet das ganz tolle Konversationen und bricht das Eis, was so oft besteht zwischen Menschen, die sich nicht kennen. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es ganz oft funktioniert und
ja, eine gewisse Sympathie aufbauen kann, wenn wir uns gegenseitig zunächst einmal anlächeln. A phone that won't ring. Per Newsletter oder folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter. It's always cold when she's away. Passend zu meiner Tour ist hier eine Tafel aufgestellt. Ich bin in ein Restaurant am Marktplatz in Hoyerswerda gegangen. Wenn man die kurze Treppe dort hinuntergeht, so läuft man direkt auf die Theke zu. Ich sagte der Dame hinter den Tresen: Guten Tag, ich würde gerne Mittag essen. Sie fragte mich, ob ich alleine sei. Ich sagte: Ja, ich bin alleine. Und dabei fühlte ich mich kurz etwas komisch, weil ich in diesem Moment bemerkte, dass die umliegenden Gäste währenddessen zu mir aufschauten. Manche hoben ihren Kopf vom Teller, hielten ihr Besteck in der Höhe und gafften mich an. Freeze! Eine Frau visierte mich so stark an, als sei ich erwartet gewesen. Ich kam mir vor wie ein angsteinflößender Diplomat eines fremden Kontinents, der nun nach Jahren eingetroffen ist. Bisschen wie in Schockstarre. Da vorn am Tresen können Sie sich setzen, spricht die Dame hinter der Theke zu mir und reißt mich aus meinem Kopfkino. Ich dachte, sie meint echt den Tresen. Das ist echt nicht ihr Ernst, oder? In dem ganzen Lokal waren bei einem Blick mehr als 3 Tische frei. Fast hätte ich sie gefragt, ob denn die sonstigen Tische schon reserviert wären. Da fügte sie selbst hinzu, dass sie den Tisch rechts von ihr am Tresen meint. Also ging ich hin. Ich zog etwas zögerlich meine wasserabweisende Jacke aus und betrachtete den Raum. 3 weitere Tische grenzten an meinen an, wobei mein Tisch so etwa in der Mitte zwischen allen platziert war. Meine Tischnachbarn, unterschiedlicher hätten sie nicht sein können. Sie alle, vom Schwiegereltern-Treffen, dem Vater-Sohn-Tag, bis hin zu den tratschenden Tanten. Sie alle schauten mich an, als ich meine Jacke über den Stuhl hing. Dabei zog ich die Jacke gar nicht so feierlich aus. Wenn ich bei der Ankunft Menschen derart neugierig betrachten, hast du verstanden, dass du anders bist. Puh, war der Stuhl hart, aber dennoch gemütlich.
Das Interieur des Raumes mit seinen dunkelbraunen Massivholzmöbeln erweckte in mir eine Nostalgie. Das passiert mir öfter, dass ich an einem historischen Platz bin und mich frage, wie es wohl vor Jahrzehnten und Jahrhunderten hier aussah. Welche Menschen hier vorbeigingen und was genau passierte genau in diesem Raum, sofern es ihn gab. So auch in diesem Raum. Ich stellte mir vor, wie früher ein Mann mit seinem weißen Frack, schwarzen und hohen Hut herunterkam und in einem lauten und verrauchten Raum war, wie er Bier trank und lachte, so schelmisch und laut, so gruselig also. Und hinter der Theke war eine Frau in Tracht, die zu später Stund besoffene Säcke mit langen Bärten aus ihrem Schlaf holen musste. Wie so in Filmen. Naja, ich hatte sehr lecker gegessen und dazu einen tollen sorbischen Tee getrunken. Nach dem Essen kam die Bedienung und fragte, ob es noch was sein darf. Ich entgegnete höflich und direkt, das Essen war köstlich, phänomenal. Und die Bedienung war verwundert über meine Artikulation, meine Nachbarn auch. Adjektive dergleichen hören sie vielleicht sehr selten. Als mein Teller weggeräumt wurde, drehte ich mich über meine Schultern zu den tratschenden Tanten, die mich in diesem Moment anschauten. War es bei ihnen auch so köstlich? Die eine von den beiden, die mit den kurzen braunen Haaren und der kleinen dunklen Brille, blickte nach wie vor gleich und brachte ein "Jo" heraus. Während ich dachte, dass dies lediglich ihre Antwort gewesen sei, fasste sie sich dann kurz an ihrer Brille, als würde sie sie nochmals justieren, um mich schärfer zu sehen, und echauffierte sich dann aber in ihrem sächsischen Dialekt noch etwas über den starken Knoblauch- bzw. Zwiebelgeschmack bei ihr im Teller. Ich nickte, als wüsste ich genau, was sie meinte. By the way, ich bin im Kochen sehr kreativ, habe den Hang mehr, das Kochen an sich zu genießen, als das, was am Ende herauskommt. Kurz, ich könnte noch eine Menge dazulernen, was ich aber auch natürlich möchte. Aber dass die Soße zu stark von Knoblauch durchtränkt war, wie meine Nachbarin mir erzählte, das hatte ich auch gedacht, ehrlich. Auf dem Teller fehlte etwas Spritziges und vielleicht Möhren, mehr Farbe. Der Salat war zwar lecker, aber wiegte nicht die aufdringliche Schwere der Zwiebeln auf. Die Soße hätte auch eine Pilzsahnesoße sein können. Die passt prima zu Kartoffeln. Das Ganze wäre mit einer kleinen Zitrone am Rande oder von gelben Paprikastückchen umrandet super gewesen. Nun, ich redete mit meinen Nachbarn zunächst darüber, was wir zu ihrem Schweinsbraten gekocht hätten. Also was wir anders gemacht hätten. Und dann kamen wir vom Kochen hinüber zum regionalen Anbau von Gewürzen. Von da aus kamen wir zur Landschaft und dann zur Bevölkerung. Und dabei sagte ich auch mal, ich könnte mir vorstellen, herzuziehen. Von da aus redeten wir über die Probleme des Dorfes und damit einhergehend auch über die politische Lage. Wir redeten über Gott und die Welt und über meine Friedenszeichenkette, die, wie sie mir mit der Manier einer Lehrerin verkündeten, auch von einigen Drogennehmenden missbraucht wird. Naja, Hippie und so, ne? Ich sagte, ich würde die Kette tragen, da sie mir Glück bringt, dass schließlich viele Menschen mir hier etwas feindselig gegenüberstehen. Und guckte dann ganz süß. Und das war so der Opener für mein Thema. Die tratschenden Tanten erzählten von ihren Berührungsängsten, davon, dass es keine Migranten ihres Vertrauens gebe, dass sie viel Schlechtes lesen. Aber sie wüssten zum Beispiel, dass es nicht immer die Polen sind, die bei ihnen die Fahrräder klauen würden. Sie hätten auch mal einen ihrer Jungs dabei erwischt. Und da fragte ich, ob sie denn prinzipiell bei Diebstählen an Polen denken. Da sagte ich, ah, das hört sich ja so an, als hätten wir in unserem Kopf so eine Art Schublade und denken bei einem Ereignis wie einem Diebstahl direkt an eine ganze Nation. Und da fügten sie hinzu, ja, schon, die Menschen hier halt sind geprägt. Und da fragte ich, ob diese Schublade denn jetzt aktuell sei oder ob es nicht vielleicht auch nette Polen gibt, wenn man mal dahin fährt oder so. Und so reflektierten wir in einem Ping-Pong-Spiel alle Vorurteile, die sie hatten. Und am Ende gab ich ihnen einen Espresso aus, sie bedankten sich ganz diskret und gingen mit einem Lächeln davon. Und war damit also sehr, sehr glücklich. Also ich weiß nicht, ob ich schon eine vorgefärbte Brille habe, höchstwahrscheinlich schon. Aber hier ist eine sehr gruselige Stimmung. Ich weiß nicht, mir gefällt es überhaupt nicht hier. Wenn ich jemandem über den Weg laufe, dann ist das
Das ist irgendwie total komisch. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, gerade bin ich so zwei Jungs begegnet, die ich gefragt habe, wie ich zum Hauptbahnhof komme, beziehungsweise zum Bahnhof. Und jetzt hält das Auto jetzt an. Ey, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall komische Gefühle hier, muss ich schon sagen. Ich habe echt keinen Bock mehr, wirklich. Leute, ich bin hier irgendwo in Hoyerswerda in der Neustadt. Weiß nicht, jetzt bin ich hier an der Franz-Liszt-Straße oder so, zwischen Hochhäusern. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich war vorhin bei irgendwelchen Autohäusern, also abseits. Alter. Ich nehme mich noch auf hier. Also, gerade hat mich der eine einfach mal getreten. Der tritt mich einfach. Was ist denn das für ein... Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mir gefolgt sind bis jetzt. Ich habe irgendwann halt natürlich die Weite gesucht. Aber der eine hat mich echt getreten. Ach da. Ich glaube, da sind zwei von denen. Ich muss mich hier kurz in Sicherheit bringen und dann werde ich das. Ich werde gleich weiter aufnehmen. Ich gehe mal kurz. Das gibt's doch nicht. Wir haben gerade normal geredet. Also jetzt gerade vor wirklich 3 Minuten haben wir normal geredet. Ich habe gefragt, wie ich zum Bahnhof komme, dass ich mich hier verlaufen habe. Da haben die gesagt, du bist falsch gelaufen. Da habe ich gesagt, nee, ihr habt doch gesagt, hier bei dem blauen Haus, da hinten ist ein blaues Haus. Und dann haben sie gesagt, Moment mal. Es gibt echt Menschen, mit denen kann man nicht reden. Die haben null Kapazität für eine ganz normale Frage, für eine ganz normale Unterhaltung. Ich bin gerade einfach nur schockiert. Der eine hat mich echt getreten. Ja, ich stand wirklich so einen Meter vor dem, hat er mich so getreten am unteren Schienbein. Und dann habe ich mich einfach umgedreht und gegangen. Ohne zu eskalieren, ohne irgendwas zu machen. Die beste Art zu deeskalieren ist weggehen. Was soll ich sonst machen? Wir waren zu zweit. Also ich weiß nicht, wo ich hier bin in Hoyerswerda, irgendwo außerhalb. Wenn es noch mehr werden, werde ich die Polizei holen. Ich muss mal gucken, wo mein Handy ist, dann kann ich schon mal... Ich werde schon mal vorwählen. Ich habe gehofft, dass ich sowas nicht erlebe. Doch mir war von Anfang an klar, dass es auch sehr unschöne Ereignisse geben wird. Und ich habe auch damit gerechnet, dass ich hier und da nicht nur verbal mit Hass konfrontiert werde. Zum Glück ist es gut ausgegangen. Hi, ich bin total gerührt, wirklich. Ich bin zutiefst berührt von einer Begegnung. Ein junger Typ, wie sich herausstellte, 21 Jahre alt, lief auch durch Hoyerswerda in der Neustadt rum und ich auch. Und ich habe ihn gefragt, wo der Bahnhof ist. Und als ich gemerkt habe, als er immer näher kam, dass er Hip-Hop hörte, ich weiß gar nicht, ist da irgendein Rap-Song, und dann habe ich gefragt, hey, hör mal zu, ich habe ein kleines Anliegen, wie du vielleicht raushörst, ich bin nicht von hier oder wie du mir vielleicht ansiehst. Und dann musste er ein bisschen schmunzeln. Dann habe ich gesagt, ich würde gern rechtsgesinnte Menschen treffen. Wo kann ich das tun? Er hat mal einfach so unverblümt gefragt. Und dann hat er gesagt, oh, das ist hier
ganz gut möglich und aber was willst du mit dem machen und so weiter, und hat dann erstmal mich gefragt und was er so gesagt hat für Sachen. Die Häuser sind cool, dass sie herkommen, die richtigen. Ja. Sollen sie sich aber auch mit dem Geld normalen Klamotten holen. Dann sollen sie überall dafür sorgen, dass wir für Jahre durchziehen können. Okay. Weil wir müssen ja für unseren, schau ich wie ausgestellte, für unseren Scheiß ja genauso alles machen. Hat sich jetzt, als jetzt immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kamen, bei dir was verändert in deinem, bei deinem Job oder bei deinen finanziellen Verhältnissen? Nein. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich bin ehrlich, es geht nicht arbeiten. Ich habe keinen Schulabschluss oder so. Okay. Aber ich habe halt ein gewisses Denken. Und nein, es hat sich ja am Geld nichts getan. Es hat vielleicht, es kam mehr Geld für die Bürger. Ja. Aber, wie soll ich ausdrücken? Ja, nein. Es gibt mehr oder es gibt weniger Geld. An manchen Stellen, wo es einfach fehlt oder gebraucht wird. Ja. Das ist ruhig, ja, ich weiß. Also du, klar, du sagst, es gibt auch Geld, das sollte man, also was jetzt freigesetzt wird, aber es gibt auch Stellen, wo es auch nötig wird. Zum Beispiel bei der Schule, Bildung. Ja. Gute Lehrer oder einfach mehr für Bildungsabschlüsse und so. Oder sich einfach den Großteil der Jugendlichen auseinandersetzen. Ja. Dann wäre das vielleicht anders. Aber viele Freunde, ja, die kommen aus so einer Region oder aus so einer Region. Ja. Und ich sage dir ehrlich, die Jugendlichen, die aus einer ärmeren Verhältnis kommen und reicheren Verhältnis kommen, ja, die nehmen sich nicht hier. Denen ist das Geld egal. Die tun nur die Werte und deswegen sage ich ja, es wäre vielleicht besser, auf die Flüchtlinge, ja, auf die Werte zu achten und nicht auf das, was sie bekommen oder noch bekämen. Ja. Okay. Wenn du hast ja jetzt viele Freunde hier auch, denke ich mal, die was gegen Flüchtlinge haben. Ja. Ja. Also du würdest definitiv sagen, ich habe Freunde, die haben was gegen Flüchtlinge. Ja. Und weil sie diesen kompletten Punkt, die sehen die Flüchtlingskrise, ja, und nur die Menschen, die kommen und alles bekommen. Die sehen diesen Punkt nicht, dass die vielleicht Druck ein bisschen Hilfe brauchen, weil es in ihrem Land halt Krieg gibt. Ja. Der nicht auch von uns kam, aber am Ende noch von uns ausgeht. Ja. Oder einfach nur zu sagen, ja, scheiße, Punkt verloren, dafür hab ich gleich wieder. Genau. Die sehen halt wirklich nur das, die sehen nicht diesen ganzen Punkt. Ja. Flüchtlingskrise. Es ist ja nicht nur, hier, ihr habt Geld, hier kriegt ihr. Ja. Nee, es hat ja auch schon einen Sinn, warum die wahrscheinlich auf ihrem Land gehen. Ja, eben. Also ja, zum Beispiel Syrien, ich weiß nicht, wenn du mal Bilder siehst im Internet oder so, das ist echt krass, da ist richtig Krieg. Das ist wirklich, die Stadt liegt teilweise in Trümmern. Als wir durch Hoyerswerda gelaufen sind, hat der jedem zweiten Mann zugewunken, schien jemand zu sein, der hier bekannt ist. Hat mir erzählt, dass er mit 21 schon Papa von zwei Kindern ist, keinen Abschluss hat. Und er sagt, ich habe ihn gefragt, wie vielleicht ein friedliebendes Zusammenleben möglich ist mit Flüchtlingen und Migranten und ja, rechten Menschen sozusagen. Und da sagt er mir, das ist möglich, wenn man die Menschen hier ernst nimmt. Er meinte, das ist möglich, wenn wir alle zusammen das packen. Der sagte zu mir, nicht umsonst heißt es Einigkeit, Recht und Freiheit. Er meinte, wir müssen frei sein, unsere Meinung zu äußern. Ja, und das Volk muss sagen können, wie es wirklich ist. Ja, und sagte darüber hinaus Einigkeit. Also die Leute müssen sich an die Hand nehmen. Er sagte das. Man muss sich an die Hand nehmen. Gemeinsam schaffen wir das, sagte er. Versteht ihr? Gemeinsam schaffen wir das. Was sagt Merkel? Wir schaffen das. Das ist verrückt. Ich habe gesagt, wie könnte das denn aussehen? Ja? Und dann sagte er mir wirklich konkret, als hätte er sich schon immer Gedanken gemacht, ja, man muss mal hier eine Versammlung machen, finde ich. Man muss mal die Leute, die für Flüchtlinge sind und die Leute, die gegen Flüchtlinge sind, so zwei Leute von jeder Partei sozusagen, also von jeder Gruppe, zusammentun. Dann habe ich entgegnet, habe gesagt, ach so, also willst du mal, dass die Parteien zusammenkommen und mal diskutieren, eine Debatte vielleicht. Dann sagte er zu mir, nein, eben nicht.
keine Debatte. Nicht Volksparteien wie CDU, SPD oder FDP oder irgendwie was. Er meinte Menschen, nicht sogenannte Volksvertreter, keine Funktionäre. Er sagte einfach Bürger. Bürger, die sagen, hey, ich hätte prinzipiell nichts dagegen, und andere, die sagen, ich will das nicht. Die einfach mal zu einem lockeren Gespräch. Und dann die Schnittmenge. Er meinte, vieles würde beim Gespräch aufkommen, wo man sagen kann, das sind Gemeinsamkeiten oder die sind gut, weil er sagte, erst nur im Austausch könne man feststellen, was beide wirklich wollen und wie man einen Kompromiss finden kann. Er sagte das zu mir. Er meinte, man muss die Bürger versammeln und auch mal wirklich sprechen lassen miteinander. Leute, die für sowas sind, Leute, die gegen sowas sind. Und dann könnten, sagte er, auch viele Dinge aufgeklärt werden. Ja? Er meinte zum Beispiel, das ist so hammerhart, der war so sensibel, schon, also der hat so relativiert vieles. Er sagte zum Beispiel auch, das, was in Köln war, das war übelste Scheiße. Die Menschen, die hierher kommen, dürfen sich nicht natürlich so verhalten. Ja? Es gibt Gesetze, habe ich gesagt, ja, hast du recht. Dann hat er gesagt, ja, und das heißt aber nicht, dass alle so sind. Dann hat er mich gefragt, woher ich herkomme, habe ich gesagt, ich komme aus der Türkei, also ich bin dort geboren, ja, hier aufgewachsen. Dann hat er gesagt, ja, das ist ja auch ein muslimisches Land, aber sind jetzt nicht alle so, ja, dass sie so ein Frauenbild haben. Das habe ich gesagt, boah, ja, natürlich, ich habe es nicht. Und es gibt viele, die das auch nicht haben, egal was für eine Religion sie haben oder nicht haben. Ja. Ja, es waren Gestörte in Köln, ja, und die sind schlimm, natürlich. Und das darf man auch nicht schönreden, habe ich dem gesagt. Da habe ich ja auch gesagt, weißt du, da hast du recht. Leute, die sowas hören, die haben Angst, weil dann andere kommen und sagen, nee, Flüchtlinge sind willkommen, willkommen. Und das wirkt so, als würde man auch die willkommen heißen, die sozusagen hierher kommen und Scheiße bauen. Ja? Und wir haben total offen geredet. Und er hat ständig differenziert und mir gesagt, man muss sich ein Bild vom Menschen machen, man darf nicht von vornherein sagen, wir helfen nicht. Er meinte, helfen ist was Wichtiges, wir sind ja Menschen, sagte er, wir haben diese eine Welt. Also ich verstehe es einfach, der war so, nach dem Zwischenfall heute Mittag, ja, in dieser Hochhäuserblock, wo ich getreten wurde von dem einen, treffe ich jetzt auf dem Weg zum Bahnhof jemanden, der mir erklärt, dass man das Gespräch suchen müsse, aber von Bürger zu Bürger. Weil, wie er meint, das Glauben in die großen Parteien, ja, das Vertrauen ist erschüttert, sagt er. Und das ist, also es macht in mir wirklich ein wunderbares Gefühl. Ich bin ja am Bahnhof, ich muss eine Stunde warten, aber ich bin wirklich total froh, dass ich diesen Menschen getroffen habe. Er sagt zu mir, bleib so, wie du bist. Er sagt, du wirst noch was machen. Du gehst nämlich in die Orte hin. Weil er sagt, die Leute denken, dass ganz Osten irgendwie total einen an der Klatsche hat, aber er sagt, das stimmt nicht. Also die Leute kommen gar nicht hier hin. Und wenn sie hierher kommen, dann kommen sie hier hin und gucken uns an, als wären wir keine Menschen. Aber er sagt, nein, man muss die Leute ernst nehmen. Und das ist genau das, was ich wirklich wollte. Ich wollte hier hinkommen und Menschen treffen, die mal mit mir wirklich... Hey, das ist wundervoll, wirklich. Ich bin total erfüllt. Also ich glaube, das festigt nämlich mein Glauben oder meine... Das bestätigt mir irgendwie einfach dieses Gefühl, dass man mit Menschen reden muss und dass man natürlich auch mit Argumenten kommen muss und so weiter, ja. Statistiken oder was weiß ich was. Aber vielmehr geht es um dieses Emotionale, nämlich die Leute ernst nehmen, ja, und mit ihnen reden, ihnen zuhören. Er sagte zu mir auch, wenn du jetzt noch welche triffst, ja, dann fang nicht sofort mit dem Positiven für Flüchtlinge an. Fang jetzt nicht sofort an, als wäre das alles eine Bereicherung und so weiter. Habe ich gesagt, nee, hast recht. Er meinte, geh lieber hin und fang lieber erstmal mit dem Schlechten an. Gewinn die Leute erstmal für dich. Und das ist genau etwas, was ich sozusagen geahnt hatte, als ich das Projekt angefangen habe, wo ich gesagt habe, irgendwie kann man nicht hingehen mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern man muss hingehen und sich einlassen. Natürlich habe ich auch wirklich Opfer bringen müssen in dem Sinne. Ja, ich wurde beleidigt bis zum geht nicht mehr und vorhin getreten. Ja, das geht auch nicht und das ist auch sehr traurig.
Ich will auch nicht sagen, dass das unbedingt dazugehört, aber es ist einfach, na, ich habe damit gerechnet, ich bin damit auch zufrieden soweit, dass es nur das ist. Ich hatte zwischenzeitlich mehr Angst, muss ich zugeben, aber im Großen und Ganzen habe ich trotzdem Menschen getroffen, die mit sich reden ließen und die einfach den Blick für das Ganze haben und sich auf mich eingelassen haben. Und ich bin wirklich, wirklich, man merkt es mir an, ich finde teilweise keine Worte, aber ich bin einfach noch verblüfft. Ich habe zwischenzeitlich aufgenommen, ich durfte Sprachaufnahmen machen, ohne Video. Das habe ich dann in meiner Tasche gemacht, ich hoffe, man hört es. Und man darf rechtsextreme, rechtsgesinnte Menschen, ja, rassistische Menschen, darf man nicht ausschließen. Ich habe mal den Fehler begangen, dass ich bei Facebook all meine Kontakte, die, wo ich sagte, die sind rechts oder die posten irgendwelche Lügen oder komische Seiten, die habe ich mal sozusagen entfreundet und habe aufgerufen, mich sozusagen zu löschen. Das würde ich nicht nochmal machen. Das ist meine erste Erkenntnis hieraus. Das würde ich nicht machen. Weil Menschen ausschließen, fördert sie nicht darin, nochmal alles zu überdenken. Ich glaube ganz im Gegenteil, wenn wir die alle hier ausschließen, die wirklich Angst haben, die Sorgen haben, aber die auch Vorurteile haben oder Hass haben vor dem Ungewissen, die werden sich zusammenschließen und das kultivieren. Und aus diesem Grund muss ich das jetzt sagen hier in Hoyerswerda. Ich sage das auch alles, damit ich das nicht irgendwie vergesse oder sonst was. Wir müssen die Menschen ernst nehmen. Die Medien müssen darauf aufpassen, was für ein Bild des sogenannten sächsischen Menschen sie erschaffen. Wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht Schubladen errichten, indem wir sagen, Sachsen ist das Land der Rechtsextremen oder Hoyerswerda oder Bautzen oder sonst was. Wir müssen tatsächlich mit Wertschätzung, ihnen gegenübertreten. Und natürlich wird es nicht einfach sein. Ja, man muss auch einiges in Kauf nehmen. Aber letzten Endes müssen wir tatsächlich Kompromisse machen. Es klingt blöd, aber wir müssen schauen, dass wir nicht das Bild vermitteln, dass wir jeden Menschen einfach aufnehmen, sondern man muss kommunizieren, dass wir als Land natürlich helfen, Flüchtlingen helfen, Menschen, die geflüchtet sind, einfach menschlich, ja, nach zum Beispiel der Menschenrechtskonvention, ja, oder generell, weil wir einfach Nächstenliebe fördern oder fördern sollten, oder auch nicht, dass wir einfach ein Motiv haben, Menschen aus der Not zu helfen. Das müssen wir kommunizieren. Was wir kommunizieren müssen, und das sagte der Freund, ist, dass wir andere Sorgen nicht außer Acht lassen. Das ist hier im Osten tatsächlich Bildung. Er sagte mir, dass hier Schulen zu machen. Er sagte mir, dass die jungen Leute weggehen. Er sagte mir noch einige andere Sachen, was hier so schief läuft in Hoyerswerda und generell hier in diesem Kreis Bautzen bzw. in diesem östlichen Teil. Er sagte, es gibt viele gesellschaftliche Probleme, es gibt Infrastrukturprobleme. Er sagte, Bildung müsste man Geld reinstecken, man müsste auch irgendwie noch ein paar andere Sachen machen, hat er gesagt. Und das stimmt. Ich kann das verstehen. Ja? Wir werden ja auch empathisch mit dem, der uns gerade erstmal am nächsten ist. Und wir würden erstmal natürlich uns selber helfen, dass wir selber satt sind und dann vielleicht an jemanden denken, der auf der Straße ist. Ja? Es klingt alles total blöd und nicht korrekt. Und eigentlich müsste ich das noch ausführen. Aber ich will damit nur deutlich machen, dass die Menschen hier wissen wollen oder die Sicherheit wollen, dass sie nicht im Stich gelassen werden, dass wir genau wissen, was wir tun in der Flüchtlingsdebatte und dass wir auch ihre Sorgen ernst nehmen und mit ihnen reden, dass wir sie mitentscheiden lassen. Der Glaube an die große Politik, der muss wieder hergestellt werden. Und in diesem Sinne möchte ich noch ein bisschen spazieren hier am Bahnhof. Es regnet nicht mehr. Ich habe das jetzt alles aus dem Affekt gesagt, aber ich meine das tatsächlich so. Ich muss das natürlich nochmal reflektieren und
ja, alles differenziert betrachten, was er sagt. Aber es in vielem, was er sagt, einfach steckt einfach so der Wunsch nach Anerkennung. Ja, der Wunsch nach Mitsprache und der Wunsch nach Einbezug oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und das ist menschlich gesehen völlig verständlich. In diesem Sinne möchte ich aufrufen, Wertschätzung und bitte nicht ausschließen die rechten Menschen. Bitte nicht ausschließen, nur weil jemand mal einen rassistischen Spruch äußert oder nicht. Man kann reden, man kann miteinander reden und vielleicht gemeinsam etwas bewegen. Ja, also, wie könnte es klappen mit Geflüchteten? Mehr Chorprojekte gründen. Chorprojekte. Gut. Ja. Na, mehr Chorprojekte. Die Antwort auf alle Fragen. Genau. Nein, wir müssen mehr Begegnung schaffen. Einfach. In dieser Stadt. Und wir müssen... Weil? Warum Begegnung? Weil? Um Vorurteile abzubauen. Mhm. Und die guten Leute dürfen nicht gehen. Also ich kenne viele Leute, die aufgrund der derzeitigen Situation sagen, ich mache mein Studium noch zu Ende und dann meine ich Ausbildung, dann haue ich ja. Ja. Und ich kann es völlig nachvollziehen. Also ich habe dieses Glück, dass ich, also ich bin ja eine white privileged person. Mach mal so, oder komm mal hier, bist du white? Bist du so white? Ich bin fast genauso white, aber du hast blonde Haare, ne? Du bist blond. Ja. Okay, du bist, ja. Und ich kann prinzipiell in der Straßenbahn sitzen und weiß, dass wenn ich angepöbelt werde, dann liegt es nicht daran, dass ich irgendwie nicht deutsch bin. Aber ich verstehe andere Leute, die vielleicht eben nicht blond und blauäugig sind. Bin ich auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Das, ja. Ja, die sich hier nicht so wohl fühlen. Also weniger wohl noch als ich. Und da kann ich es verstehen, dass man sagt, ich gehe in den Westen, da habe ich solche Probleme nicht. Aber ich glaube, man... Obwohl es sie da auch gibt. Ja. Na, ganz deutsch. Übrigens werden auch Sozialarbeiter besser bezahlt im Westen. Echt? Ja, das wäre vielleicht ein Grund. Nein, aber... Nee, also ich würde mir wirklich also wünschen... Also stimmt es doch, die Leute gehen, weil sie besser bezahlt werden. Wir haben hier... Ja, und die Bedingungen sind wirklich auch andere. Also nee, wirklich. Also in Dresden kommen, glaube ich, 100 Geflüchtete ja. auf einen Sozialarbeiter. Ja. Und das ist keine ja. soziale Arbeit mehr. Wusstest also, du, dass man im Westen jedes Jahr Kinogutscheine bekommt? Jeder? Nein. In Hessen? Ich fasse es nicht. Nein. Passt. Ja, nee. Also genau, ich würde mir einfach wünschen, dass eben die Leute, die hier schon wirklich an vorderster Front irgendwie kämpfen und versuchen irgendwie was zu verändern und versuchen eben den Geflüchteten gerade eben auch ein anderes Bild von Dresden zu zeigen, dass die hier bleiben und ja. Und dann wünschst du dir wahrscheinlich auch, dass der Staat irgendwo sie unterstützt, die Initiativen, dass genau, wir nicht richtig. Hilflos alleine stehen mit ja. Raum, mit finanziellen Mitteln und ja, so weiter. Dass das gewürdigt wird. Ja. Und, dass, ja, also in Sachsen läuft vieles schief. Also könnte ich jetzt nochmal ausholen irgendwie, aber ja. Also dass irgendwie auch so Engagement gegen rechts immer irgendwie kriminalisiert wird und so. Also es gibt viele Dinge, die hier nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Ja. Wenn du jetzt sächsische Ministerpräsidentin wärst, ja. von heute auf morgen, so plötzlich Prinzessin, plötzlich... Nein, recht für alle! Was würdest du sagen? Sag mal. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da naiv, aber
Jetzt sag nicht Schokolade für alle. Weil da würde ich dich wählen, aber ja, das ist nicht das Thema. Ich würde wahrscheinlich irgendwie veranlassen, dass die Lehrpläne irgendwie umgestellt werden. Ich zum Beispiel für meinen Teil habe nie was über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt in der Schule. Das finde ich extrem traurig. Oder auch Entwicklungspolitik, deutsche Entwicklungspolitik und sowas. Ich glaube, da muss man wirklich früh ansetzen. Und, also Bildung in der Schule? Genau. Erstmal, das würde ich machen. Anfangen. Also ich würde wahrscheinlich viel so an den Strukturen versuchen zu ändern. Dann wähle ich dich, wenn ich in Sachsen lebe. Dein Lieblingszitat zum Abschluss, dass du sehr gerne in die Kamera sprechen darfst. Was ist dein Lieblingsspruch? Oh, ich habe so eins, aber das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht zusammen. Das war eben mein Glücksbringer auf der Pegida-Demo. Da haben mich alle angesprochen. Das war mein Gesprächsopener. Also damit habe ich die Gespräche eröffnet. In meiner passiven Rolle. Jetzt kriegen wahrscheinlich nächsten Montag alle so einen Schokoladen-Osterhasen vom Lutz Bachmann. Das stimmt. Ja. Sie hat's. Okay, ich habe jetzt genug geredet. Ich übergebe das goldene Mikrofon an Elisa. Also ich glaube, das war's, was ich meinte. Das weißt du doch. Merkst du was im Bauch? Ist das Gefühl schön, wenn du es durchliest? Das ist so ein schönes Bauchgefühl, wenn du ein Zitat durchliest. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Alexander von Humboldt. Ich freue mich auch. Danke fürs Interview und hey, alles Liebe. Dankeschön. An dieser Stelle möchte ich nochmals alle Initiativen und Projekte in Dresden, Leipzig und Umgebung würdigen, die eine Gegenstimme bilden, die sich engagieren für Geflüchtete. Aus sowas schöpfe ich sehr viel Mut. Ja, hey, ich gehe jetzt zur Pegida-Demo, bereite mich hier ein bisschen vor in meinem Hostelzimmer. Hier, diesen Osterhasen habe ich von der Oma einer Freundin in Lauter, Nähe Hoyerswerda, geschenkt bekommen. Das ist meine Friedenskette, die mitgeht. Stadtplan, Rucksack, Bett. Ich freue mich. Mal sehen, ob ich gleich noch so lachen werde. Es ist jetzt sehr ernst, aber ich versuche wach zu sein. Jetzt gleich geht's los. Das ist die Anna. Hey, grüß dich. Wundervoll. Wir sind hier am Platz und die Menge füllt sich. Eine meiner wesentlichen Erkenntnisse bei der Pegida-Demo war, dass viele Leute sich bloßgestellt fühlten, als ich mit der Radio-Crew vom 1. unterwegs war und Gespräche gesucht habe. Sie haben ganz oft Lügenpresse zu uns gerufen und wollten nicht mit uns reden. Alleine, ohne Mikrofon und Aufnahmegerät, habe ich viel mehr erreicht. Der oberste Nebelwerfer der CSU aus Bayern hat die Botschaft verkündet. Höret, höret, so sagte er wirklich Folgendes. Die wichtigste Botschaft dieser Tage ist, dass die bedingungslose Willkommenskultur beendet ist. Nicht weil die Bundesregierung das erklärt hat, sondern weil sämtliche Länder entlang der Balkanroute ihre Grenzen dicht gemacht haben. Das spricht weiter. Das ist die wichtigste Botschaft und deshalb haben wir mit. Lust und Zeit nach der Veranstaltung vielleicht ein bisschen zu reden, warum Sie hier sind, weil es scheint ja jeder verschiedene Motive zu haben. Das ist ein so komplexes Thema, ja. Das ist nie in 5 Minuten erledigt gemacht. Schwierig.
besten Sie besuchen die Veranstaltung. Ich bin deswegen hier. Ich bin extra aus Hessen gekommen. Okay. Nur extra aus Hessen gekommen und nicht aus den Medien ein Bild von Fichu dazu haben, sondern um mir mein eigenes Bild zu machen. Nur aus Hessen. Genau. 6 Stunden Fahrt hinter mir. Genau, weil das ja so ein bisschen widersprüchliche Sachen sind, was die Medien machen. Ich habe ein Geschenk bekommen von einem Teilnehmer hier, weil sie meinte, was? Die sind nicht krank und sind hier auf der Demo? Ja. Ne, wir haben hier so ein wir haben viele ausländische Länder. Wir haben also außerhalb von Europa auch, ne? Ägypten zum Beispiel. Ja. Und, ja. Er ist unideutsch, ne? Zu ihm Hals vom Bedienern. Das wird nie gezeigt, ne? Und das stimmt. Das bringt nie durch, dass wir so alle. Ja. Und oftmals müssen ja gerade die Ausländer aus Süddeutschland, ne? Plus die deutsche Bevölkerung. Das ist ja quasi der Witz. Das ist nicht der Witz, das ist die Schande, ne? Es geht ja grundlegend, sag ich mal, gegen die politische Gesamtlage, die hier herrscht, die immer zuspitzt. Also das selbst halt, oder Einwanderer, wie auch immer, oder Flüchtlinge, wie man es halt nennt, halt, nur sind ja Opfer, aber die Opfer des ganzen Systems, was hier passiert. Ne? Genauso wie wir als Bevölkerung ja genauso die Bauern Opfer sind. Ne? Aber dieser ganze politische Wahnsinn, der dahinter steht und der hier passiert, das ist das Schöne. Und würde ich jetzt mal wiederholen, vielleicht die Dame, der ist nicht ausländerfeindlich, das ist eher die Politik, die hier gemacht wird, die ist sowohl gegen uns Bevölkerung als auch gegen Migranten. Das glaube ich. Aber das ist halt friedlich, das mag ich. Also wir sind alle, das ist wie so ein Spaziergang, wir kommen solidarisch zusammen. Das ist total entspannt. Das ist gut, weil so was durch die Medien dringt, ist ja wirklich nur so Sachsen gleich, das Land der Treppenfeindlichkeit, Bautzen und so weiter. Und da dachte ich auch nur, das kann nicht ein gesamtes Bundesland geben. Und viele setzen die Medien dann auch gleich mit jenen, die diese Brandanschläge und so machen. Habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Da kommst du extra hierher, um dir das anzugucken. Nur um dir sicher zu gehen, ob das wirklich so gut ist. Guck mal, vor dir habe ich mehr Respekt, ne? Vor dir würde ich auf die Knie fallen, anstatt vor meinem eigenen Vater, ne? Meine Mutter fährt die meisten an diesem Bordauto an dem vorbei. Wir reden seit 8 Jahren auf den einen. Der kommt hier näher. Seine Eltern, die schuften dir gerade, die schuften jetzt nur schön Steuergelder eurer Stadt. Die sind fast in Dresden. Die schaffen das. Nee, und du kommst hier extra raus. Da kriege ich Spaß. Da kriege ich Spaß. Ja, war nicht einfach. Ich bin Studentin. Aber ja. Da weiß man nie. Hast du eine Arbeit drüber? Erstens, es kommt total privat. Ich will, dass du nur Eigeninitiative heraus. Aus Eigeninitiative. Da steckt nichts. Das ist nur für mich. Ich setze mich eher privat. Ich meine, ich habe ja selber so ursprünglich in der Türkei geboren. Bin hier total aufgewachsen, studiert mittlerweile auf Lehramt. Also ich denke, ich bin mittlerweile angekommen. Und wofür ich mich halt einsetze, ist, dass sich so viele Menschen wie möglich hier im Land zufriedenstellen und dass sie harmonisch zusammenleben können. Das ganze Problem ist ja, dass die meisten, die hierher kommen, die wollen ja Uni integriert werden. Weißt du? Es geht ja nur darum, das wird hier immer gesagt, ne? Dass frische Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden sollen. Da sind sich hier alle einig, alle Nazis hier. War ich gerade verblüfft, ne? Hat auch eine weitere gesagt. Ja, genau, du, ne? Wirklich die so. Verkriegsflüchtlinge. Aber das sind ja bloß 5%. Und wenn ich sehe, wie die mal in Idomeni durch einen kalten Fluss hier so kurz mal schaffen müssen, das ist für mich kein schlimmes Bild. Da hat mein Opa in so einem viele Scheißdinge erlebt, die nie in Medien aufgebaut sind oder nie im Schichtbuch stehen. Und diese Integration, die ist wahrscheinlich auch nicht beabsichtigt, ne? Ja. Weil du musst mal Lieder angucken, weil YouTube Lieder Stress ohne Grund, Fragezeichen. Wenn die dir das Lieder angeguckt hat, da weißt du alles. Da weißt du alles. Das Gespräch eben war nur ein Beispiel von mehreren Gesprächen. In denen stellte sich oftmals heraus, dass die Teilnehmer zwar doch rassistisches oder rechtsgesinntes Gedankengut haben, dennoch stecken manchmal auch andere Motive hinter ihrer Teilnahme. So war eine etwas ältere Dame da, weil sie eine Tochter hat, die bald zum Studieren in eine Großstadt zieht und sie hat lediglich Angst um ihre Tochter. Sie meint, sie habe nichts gemeinsam mit Neonazis. Sie ist lediglich da, weil sie mehr Sicherheit auf den Straßen möchte. Nun, es gab mehrere Teilnehmer mit unterschiedlichen Motiven.
das nicht möglich ist, sollten wir sicherstellen, dass es einen Koffer packt und das Land so schnell wie möglich verlässt. Wollt ihr mehr oder weniger Scheinpolitiker in Deutschland? Ich führe jetzt die Pegida-Demo. Ein Türke hinten voran. So lustig. Ja, jetzt sehen mich aber alle, das ist scheiße. Ich hatte gute Gespräche, mein Osterhase. Moment so. War mein Glücksbringer und damit eröffne ich viele Gespräche. Die sprechen mich dann darauf an. Das ist ja meine Taktik, dass die mich ansprechen. Dann habe ich eine Sympathie, dann sage ich immer sowas wie, na, ihr seid neidisch, nicht wahr? Und so weiter. Ja, und dann kommen wir ins Gespräch. Und jetzt führe ich sie gerade an. Ich bin das Volk. Ich bin das Volk. Die folgen mir alle. Ich bin das Volk. Ich bin das Volk. Naja, ich habe gleich einen Termin mit einer. Sie meinte, sie würde gerne nochmal mit mir reden. Ich bin gespannt. Sie schien sympathisch zu sein. Sie meinte, ich bin kein Rassist. Nee, ich bin keine Rassistin. Aber die Politik ist scheiße. Das ist dieses, ich bin kein Rassist, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, ich bin gespannt. Jetzt führe ich sie gerade an, die Demo. Ich bin vorne, ganz vorne dabei. Ich führe gerade die Demo an, sage ich. Ja, oder? Ich bin ganz vorne. Ja, das ist super, oder? Und einen Osterhasen habe ich auch noch dabei. Nee, ich habe ihn geschenkt bekommen. Ja, jemand meinte, ich finde toll, dass du angereist bist aus Hessen und dann schenke ich dir deswegen den Osterhasen. Ich wollte mir ein eigenes Bild machen, deswegen. Genau. Ja, ist gut, oder? Ja, man muss den Dialog suchen, oder? Ja, den Dialog suchen und mit den Menschen reden. Ja. Nee, immer auf die Presse hören. Ja, nee, deswegen, ich bin extra gekommen, weil ich nicht auf die Presse hören wollte. Ich dachte, ich rede mit den Menschen selber. Sie sind ja hier, weil sie wirklich tolle Werte vertreten, oder? Wie Freiheit, wie sowas. Tut jeder oder nicht? Ja, tut jeder. Wir wollen ja alle friedlich zusammenleben. Genau. Ja, ja, genau, deswegen bin ich auch hier. Ja. Freut mich, Sie kennenzulernen. Auf der Pegida-Demo ist mir zum Glück nichts passiert. Angefangen bei meinem Osterhasen haben wir dann über Vorurteile und generell Migranten geredet. Und da ist es mir vielleicht hin und wieder gelungen, den ein oder anderen kritischen Denkprozess anzuregen. Flauta.